So. Guten Morgen. Was haben wir denn? Wie spät haben wir denn? 7.03 Uhr. 7. August 2022. Ökotopia. Da vorne haben wir die alte Textilfabrik. Das soll alles neu. Hier soll alles Kondos werden. Wir sind unterwegs in einem Kia Soul 2017. Elektrisch. So eine wie der da rechts. So ähnlich. Nee, das ist ein neuer. Aber der ist mit Benzin. Da sind wir in der Hauptstraße Magog. Magog, Quebec, Kanada. Hashtag Auslandschweizer. Links hatten wir eins der ältesten Häuser. Der hat ein Fake Berlin-Schild gehabt, Kennzeichen. Berlin ZÜ. Wo gibt's denn sowas? ZÜ. So, es ist noch früh morgens, daher recht ruhig. Hier ist 30er Zone, also fahren wir 29. 30, 31, ui. 30, 29. Den Hund habe ich dabei. Jetzt gehe ich Geld ziehen für die Kinder. Taschengeld. Die kriegen jeweils 20. 20. 20 pro Woche. Ist ja auch nicht verkehrt. Da haben wir Fußgängerzone. Da haben wir Dodge für das Dodge Forum. Charger. War das ein Charger? Vielleicht war es ein Charger. Parken. Vor 8 kostet es noch nichts. Ich glaube, sonntags ist umsonst. Am Sonntag will mein Vater mit mir segeln gehen. Ich kann noch gar nicht segeln. Der auch nicht. Kann er segeln? Pause. So. Geld gezogen. Kann man weiterfahren. Jetzt fahren wir nach Melbourne in Australien. Der war gut. Ne, wir fahren nach Melbourne. Eigentlich heißt Melbourne, glaube ich. Melbourne. Da haben wir die alte Le Vieux Clocher rechts. Das war mal eine Kirche. Kann ich immer wieder gerne wiederholen. Das ist ein Konzert- und Veranstaltungslokal. Das ist ein Hund, genau, ich habe auch einen Hund. Was wird der jetzt mit mir? Die Scherben, der Baumeise. Wir machen Chemin des Pins. Chemin des Pins machen wir, Rue des Pins. Rue des Pins, da haben wir auch eine Kirche, das habe ich auch schon erzählt, das ist jetzt eine Schnapsbrennerei, Cherry River. Richtig schön, da links. Guck, wie schön. Das ist doch das Beste, was man aus der Kirche machen kann. Eine Schnapsbrennerei. Da bleibt der Geist im Hause. T3. Was haben wir noch? Jetzt sind wir auf der Rue des Bains. Noch eine Kirche. Wann die wohl verkauft wird, keine Ahnung. So, diese Fahrt könnte länger dauern. Falls es euch zu langweilig wird, einfach auf doppelte Geschwindigkeit klicken. Den Like-Button drücken. Und wie heißt es auf Deutsch? Subscribe. Subscribe my channel. Subscribe. Tja, was haben wir heute? 7. August, wie gesagt. Es sind schon über 14 Jahre, dass ich hier bin. 12 Jahre in Magog, 14 Jahre in Kanada. Heidenansack. Heidenei. Die
die Rue des Pins, die ist echt ziemlich schön. Vor allem wenn ich dann halt da oben am Friedhofen. Friedhofen. Cimetière. Vorbei. Und jetzt gehen wir nach Lago, schon an der la Rue. Nicht die Bowen, die Percy, genau. Kreuz und Quer, wie das schaut vor. Ich hoffe, dass wir nicht zu viel Gegenlicht haben. Für heute sind 30 Grad angesagt. Mit einer Chance auf Meatballs. Guck, wie schön. Da links haben wir die Engländer, die Englischsprachigen auf dem Friedhof. Und auf der rechten Seite haben wir die Frankophonen. Pine Hill Cemetery. Und eine andere Kirche und eine Kapelle. So, jetzt sind wir gleich auf dem Peak. Dann geht's wieder runter. So eine Fuffi-Zone. Mal gucken, wo sie wohnt. Einfach alles der Straße lang. Bis nach Melbourne. Ob das ein Chevy Bolt an der Steckdüse, weil auf die Steckdosis kommt es an. Vorgestern fuhr ich auch Chevy Bolt. Ja, vorgestern. Ist auch nett. Ein bisschen zu viele Gadgets, zu viele Sachen. Zum Beispiel eine Warnung im Rückspiegel, wenn ein Auto neben dir ist. Ist ja okay. Ah, und Dingsbums, das war lustig. Spurassistent auf der Autobahn. Aber irgendwie ging der immer ganz nahe an die Linie. Also wenn da links, einer neben dir, ein Chevy Bolt links auf der Autobahn ist und du bist rechts und die tun sich dann, der links tut sich dann die rechte Linie aussuchen, die gestrichelte, und der rechts tut sich auch die linke Linie aussuchen, die gestrichelte. Ich denke, dann kämen sie sich ziemlich nahe. Aber dann würde es im Rückspiegel heißen, Achtung, da ist ein Auto. Vielleicht würden sie es dann merken. So, dann fahren wir gleich über die Autobahn. Nicht auf die Autobahn, aber über die Autobahn. Oh, what the? Und ich rede mit mir selbst. Ich habe sonst nichts zu tun. Und lass uns sagen, ich rede mit meinem Hund. Nico. So, hier sind wir in der 70er-Zone. 70, ne? Da habe ich zwei Kinder auf dem Camp, im Ferienlager. Die sind aus Berlin. Die Weser und der Stan. Das ist immer lustig. Wir quatschen jeden Tag ein bisschen auf Deutsch auf dem Camp und dann sind alle anderen wie: Was, Chris, du sprichst Deutsch? You speak German? Ja, sicher doch. How many languages do you speak, Chris? How many languages? Und dann sage ich: Français peut-être. Un peu québécois peut-être. Suisse-allemand, allemand, un peu grec. Calimera, calispera, ticaliscala, tiseris ore malaka. Puisse ore. Pas, pame, Melbourne, Australia. Schon wieder so lustig. Guck, wie schön. Das ist einfach schön, schöne Landschaft, deswegen fahren wir das jetzt. Auch weil ich sonst viel zu früh bei den Kindern wäre. Ich bin dort normalerweise gegen 8. Jetzt nehmen wir uns einfach Zeit. Jetzt sage ich Ankunftszeit 7:56 Uhr. Das passt doch wie Faust auf Auge. Da vorne haben wir wieder für das Dodge Forum. Keinen Dodge, aber einen Ram. Aber der fährt gerade weg. Der ist zu schnell für mich.
Was läuft im Fernsehen auf Netflix? Fernsehen. Was läuft auf Netflix? Läuft Young Sheldon. Ziemlich lustig. Ich bin bei Season 3, Staffel 3. Folge 2 vielleicht. Und der Pfarrer da mit der Polizistin rummacht. Was noch? Da fliegt ein Vogel. Ich glaube, ich bin diese Strecke vielleicht einmal gefahren. Noch die Chinesen spinnen mit Taiwan, der Putin spinnt immer noch mit der Ukraine. Die Israelis und die Gazas, das ist auch so bescheuert. Was noch? Der Dilly sollte bald mal kommen mit seinem 6-Foot. Aus Deutschland. Ich hatte vor einer Woche Familientreffen in Quanticook. Schöner Tag. Oh, bad road, bad road. Oh. Ich habe gestern eine neue SD-Karte für meine Dashcam geholt. Ich glaube, es scheint zu funktionieren. 64 GB für 13 Dollar. Stell dir das mal vor, 64 GB für 13 Dollar. Damals, als ich noch jung war, kaufte ich mir eine 500 MB Festplatte für mein Amiga CD32, also known as Amiga 1200. 500 MB für 750 Schweizer Franken. Das war ungefähr 1994 vielleicht. 95, 94. Und das war eine 2,5 Zoll Festplatte. Und dann hat der Typ noch gesagt: Pass aber auf, dass sie nicht in der Waschmaschine landet, aus Versehen. Weil die so klein ist. Und die MicroSD-Karte, die ist ja so groß wie ein Fingernagel, kleinen Finger, also auf jeden Fall von meinem kleinen Finger. Und die hat 64 GB, die gibt es ja glaube ich heute bis, keine Ahnung. Bestimmt ein Terabyte. Boah, shit. Eine Bodenwelle. Was haben wir denn hier für Geschwindigkeitsbegrenzung? Siebter Mann. Pingel mal Arschlochsau. Bigo. Und im Schweizer Radio DRS1 läuft jetzt eigentlich meine Lieblingssendung. Einfach eine Sendung, die ich gerne höre. Sonntags, das ist eben Verbrechen auf Schallplatte. Oder auch, wie ist es nochmal? Bestseller auf dem Plattenteller. Und das ist dann die Hitparade von vor, ich glaube, heute wäre das von 1986 oder so. Von vor ein paar Jahren halt. Das ist ziemlich lustig meistens. Wenn es nicht zu alt ist. Die 80er sind halt lustig. Spannend und nett. Und die 90er auch. Und überhaupt. Und hast du nicht gesehen und schieß mich tot. Und kann ja jeder kommen. Und ich glaube, hier möchte ich nicht wohnen, ehrlich gesagt. Das sind wir wie weit? Jetzt sind wir 14 Minuten 30 von zu Hause. Wenn ich das jedes Mal fahren muss, um einkaufen zu gehen. Wo führt er mich denn durch, den Zipfel? Der führt mich hier durch. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist der Weg nach Saint-Élie. Ich glaube Saint-Élie. Was sagst du, Nico? Nico sagt, scheiß mir. Schmierwurst. Hauptsache, ich hab gekackt heute früh.
sagt mein Hund, nicht ich. Boah, das klingt ja brutal, wie wenn die Klima anwählen, der fällt sich gar nicht an. Wo sind wir denn hier jetzt wieder? Also die Lüftung macht ja einen Lärm, ey. Nicht auszuhalten. So, 45 Kilometer noch, sagt meine Gugu. Eigentlich könnten wir da die Dings einschalten. Ne? Mach mal Benachrichtigung. Unmute. Gut. Sag mal, wo wir sind. 90. Melbourne, Quebec au Canada. Je vais aller voir mes enfants et après on fait un petit déjeuner et un bon café. Et peut-être après on va nous on va chiller un peu aux piscines, dans la piscine, parce qu'il annonce 30 degrés pour aujourd'hui. 30 degrés avec une chance de la viande hachée. avec une chance des orages, I think it's called. Ok, bêta. Donc on va continuer. Sur la route 220 nord-ouest, je ne sais pas. Mais, oh, nice log cabin, cab house. Une station à gaz abandonnée. On est toujours dans la région du Mont Orford, Mont Orford. Donc on est toujours proche de Magog, ben plus ou moins proche. T'es où Lolo? Ça bouge et ça roule. Check. Beautiful. C'est une région très touristique chez nous. C'est pour ça. Ça marche. C'est une très belle région. La région de Magog. Lac Manfred Magog. On est dans une voiture électrique. J'ai seulement une batterie avec une capacité de 27 kWh. Donc, j'ai pas une très grande économie. Mais quand même, comme une 150, 140, 150 km en été. Ça dépend comment je chauffe. Si je chauffe vite, j'ai peut-être 120 km. Si je chauffe tranquillement, j'ai peut-être 160.
maintenant, je dirais moitié-moitié, tranquillement. Parce qu'on n'est pas sur l'autoroute. C'est pour ça. J'ai mon chien avec moi, mon chien, chien Nico, Nikos Papatopoulos. Et je commence à avoir faim, à être faim, avoir faim, être faim. Can hear is the wind. Oh, birds. They're cleaning up the road. Doing, 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 doing. The weather. Cuckoo. Cuckoo, what the weather? Right now in Orford, it's 22 degrees and partly cloudy. Today, there'll be scattered thunderstorms with a forecasted high of 27 and a low of 17. There is currently a heat warning in effect. By the way, if you want to listen to the news while you drive, just say, "Hey Google, play the news." No. Hey Google. Google, tell me a story. Once upon a time, a mother, father, and baby bear lived in a house in the woods. One day after grocery shopping, they came home to find a strange girl sleeping in their baby's bed. They all screamed in surprise and the strange little girl woke up and ran away. The bears got a home security system after that. Masha and the bear, what? After that, what? What? That was it. That was annoying. Nico. Okay, let's try something else. Google, tell me where we are. Your current location is Orford, Memphremagog Regional County Municipality, QC. And can you also tell me what country we are? What the weather in Corfu, Greece? Currently in Corfu, it's 36 degrees and mostly sunny. Today, there'll be scattered thunderstorms with a forecasted high of 36 and a low of 24. Ja, fast so. Ein bisschen wärmer als hier. Das geht. Parles-tu français? Entschuldige, ich habe dich nicht verstanden. Coco passt die Französisch. Coco, sprichst du Deutsch? Auf Spanisch heißt das hablar. In 400 meters, turn right onto Grande Line. Grande Line? Grande.
Daylight. Conlinie heißt das, du Zipfelklatscher. Take the next right onto Grande Line. Grande Linie. Is this a dirt road? Again. Ja, mal schauen da. Continue for 12 kilometers. Die jagt mich ja da durch die Pampa. So, das bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Also ich meine so richtig. Nova Scotia ist voll mit solchen Straßen. Google, what's the difference between a paved road and a dirt road? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Was ist der Unterschied zwischen einer asphaltierten Straße und einer unbefestigten Straße? Entschuldige, ich habe dich nicht verstanden. Sitzen wir uns oder duzen wir uns? Entschuldige, das habe ich nicht verstanden. Erzähl mir eine Geschichte. Diese Geschichte könnte ich immer wieder auftischen. In ihr erobert jemand ein ganzes Königreich mit einer gedeckten Tafel. Hä? Ist das wie für ein Nonsens gewesen? So wie das Kind und der Bär. Das sind Schlaglöcher. Aufpassen, doch, aufpassen. Guten Morgen. Fenster runter und will rausschauen. Guck, guck, guckst du, wie schön ist es in Kanada? Doing, 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 doing. So, ich bin mit 100 km Range weggefahren. Was haben wir bis jetzt gefahren? Ja, doch, das passt. Jetzt habe ich noch 70, habe aber auch schon 30 km gemacht. Und bei meinen Kindern. Ich kann das Auto anstöpseln, weil die haben einen Halbschnelllader. Also schnell, aber nicht ganz so schnell, aber doch schnell. Dort lade ich mein Auto auf von 30% auf 100 in 2,5 Stunden. Was war das für ein Tier? Wie schnell fahren wir? So schnell wie der Wind. Bist du unlustig? Ich fahre schneller als der Wind. Es hat ja gar keinen Wind draußen, du Kuh. Du Mu, Kuh, Mu. So, da haben wir immer noch an
gepaved. Jetzt habe ich gerade gedacht, das wäre ein Stück gepaved gewesen, aber da ist gar nichts gepaved. Das ist alles an Paved Road. Da geht es berghoch. Wird das schaffen? Ich habe nur 108 PS. So ein kleines Auto mit so viel PS. Der Chevy Bolt, meine Kinder, der hat 200 PS. 200 PS. 200 PS. Da ich keine Musik spielen darf, weil sonst YouTube sagt, du darfst das nicht spielen. Wegen GEMA und so Müll, Schnickschnack. Schnips de Gürk. Müssen wir uns halt selber unterhalten. Wer war Dornröschen? Laut Wikipedia, Dornröschen ist ein Märchen. Es steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm ab der ersten Auflage von 1812 an Stelle 50 und geht durch mündliche Weitergabe über Marie Hassenpflug auf Charles Perrolds La Belle au Bois Dormant zurück. Bei Perrold erschien es 1697 im Contest de Marmereloye und vorher 1696. Wow, so alt. Lebt die noch, die Dornröschen? Wer ist Dieter Bohlen? Laut Wikipedia, Dieter Bohlen ist ein deutscher Musikproduzent, Komponist, Songwriter und Sänger. Er wurde in den 1980er Jahren als Mitglied des Popduos Modern Talking bekannt. Modern Talking? Guck, da vorne haben wir einen Mach, eh. Elektromach. Stang. Deswegen fährt er so gemütlich wie ich. Nur noch Elektroautos in Gepäck, ich sag's euch. Aber warum hat er ein blaues Kennzeichen? Hat er grün zu einem blaues Kennzeichen? Ich glaube, der hat ein grünes. Das ist schwer zu erkennen. Den sehe ich auch oft in Magog als Taxi rumfahren. Ich glaube, der hat eine gute Range. Jetzt fühlt er sich gestresst, der arme Sack, weil ich hinter ihm bin.